Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich weiß, normalerweise hättet ihr jetzt YouTubers Live erwartet. Macht euch da keine Sorgen, YouTubers Live wird heute auch noch kommen. Aber ich werde außerdem heute noch ein Quiz machen, das seht ihr jetzt gerade im Hintergrund. Und zwar ein Pokémon-Quiz. Und zwar geht es hier darum, can you name the Kanto Gym Leader Elite oder Elite for Pokémon? Ist nichts anderes als, kann ich alle Kanto... Gymleader halt, Arenaleiter, genau. Und, die Elite 4, nein, warte mal. Die Pokémon-Liga Pokémon erraten. Das bedeutet, hier steht dann zum Beispiel Brock. Das ist, Rocco halt im Deutschen. Und dann muss ich halt schauen, welche Pokémon der besitzt hat in diesen Spielen. Ich weiß nicht, von welches Spiel es ist. Ich hoffe, von den Originalversionen, also Rot, Blau und Gelb und nicht von Feuerrot, Blattgrün und sonstiges. Ich werde mal testen, ob das alles so gut ist. Es wird noch auf jeden Fall, ja, wie soll ich sagen, eine kleine Schwierigkeit sein, dass es natürlich auf Englisch ist. Und ich dann halt die Pokémon auf Englisch schreiben muss. Das könnte natürlich ein bisschen schwer werden, aber ich versuche mal mein Bestes. Machen wir es zuerst chronologisch und dann gucke ich mal irgendwie zwischendurch, was ich da machen kann. Boah, ich hoffe, ich kann die Pokémon auch auf Englisch aufschreiben oder halt, ja, übersetzen. Allgemein. Werde ich ja gleich sehen. Also, wollen wir beginnen? Ich denke, wir können beginnen, oder? Ich denke, wir können beginnen. Okay, play. Brock hatten, oh, what the fuck, wo bin ich denn jetzt? Fängt ja schon mal super an. Hatten Geodude, also ein, Kleinstein. Onix, oh, ja stimmt, Bruno hatte zwei davon. Misty hatten Staryu, ein Starmie, oder Starmie, keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Lieutenant Surge, also Bob, hat ein Pikachu, Raichu, was war das andere? Voltorb, ja, war sogar richtig. Erik hatten Giflor, das hieß irgendwie Vileplume oder so. Ja, yes! Tangela ist auf Englisch auch so, das weiß ich noch. Tangela. Doch ein Grass Poison Pokémon. Fuck, Grass Poison. Hat es den Ultrigaria gehabt? Wie wird Ultrigaria nochmal geschrieben? Das heißt irgendwie, Weependell oder so, ne? Weependell. Fuck, wie ist das Pokémon nochmal? Ich mach einfach woanders weiter. Koga hatte Smogon. Hatte es nicht, okay. wahrscheinlich hat er ja einen Smogon gehabt, nur ich weiß halt nicht, wie es auf Englisch geschrieben wird. Nee. Coughing für, genau. Und Weezing hießen die. Genau, Weezing. Hatte der nicht noch irgendwas ganz Komisches gehabt? So ein Psycho-Pokémon oder so? Nee. Hier steht ja Poison, stimmt. Irgendwas, was noch Mono-Poison ist. Mono-Poison! Slimer, Slimog. Wie heißen die auf Englisch? Mock heißt Slimog. Yes! Sabrina hat einen Simsala. Nee, Alakazam. Na, was? Kazam? Ja, genau, Alakazam. Hatte sie auf jeden Fall gehabt. Sie hatte Mr. Mime. Boah, was hat die noch gehabt? Hatte sie einen Kadabra gehabt? Wird Kadabra geschrieben? War das nicht, Scheiße, wie wird Kadabra noch nicht geschrieben? Ich glaube, es hieß auch Kadabra. Ja, Kadabra. Jetzt fehlt noch ein Pokémon. Bug Poison. Ariados? Nein, Ariados kann es gar nicht sein. Das war zweite Gen. Bug Poison. Wieso hatte sie so ein Pokémon in ihrem Team gehabt? Wie macht denn das Sinn? Ich mach woanders weiter. Blaine, also wie heißt der nochmal im Originalspiel? Pyro, genau. Growlithe für Fukano. Ich muss ein bisschen schneller machen. Ach, Ghastly hat hier keine oder was. Fuck, ich muss schneller machen. Mir fällt nichts ein. Ah, fuck. Gyarados hat auf jeden Fall unser Rivale sich gerade gesagt. Lance hat es auch gehabt, genau. Dragonite hatte Lance nämlich auch schon gehabt. Aerodactyl. Ach, scheiße. Welche Feuer-Pokémon hat er denn noch gehabt? Was gibt's noch für Feuer-Pokémon? Flareon. Hat der Champ gehabt? Der Champ hatte Flareon. Monofeuer. Ich brauche Monofeuer-Pokémon. Galoppa. Rapid Dash. Nein, Dash. Ja. Ja, ist sogar richtig. Das schaffe ich nicht mal.
Arcanine, hatte er sowas gehabt? Ja, hatte er. Ach, was ist das letzte Pokémon? Ach, scheiße. Ninetales vielleicht? Nein, hier unten wird das noch dazugekommen. Scheiße! Ich mache hier bei Giovanni weiter. Giovanni hat ein Rhydon. Das weiß noch. Rhydon hat er gehabt. Wie heißt die Weiterentwicklung? Die Vorentwicklung. Rhyhorn hat er auch gehabt. Noch ein Mono Ground. Duck Trio, ja. Poison Ground. Nido Queen. Und Nido King. Scheiße, Mann, das ist total schwer, das auf Englisch alles zu übersetzen. Water Ice. Rosana. Heißt die auch Rosana? Nein, heißt sie nicht. Das habe ich mir schon fast gedacht. Jinx, ne? Jinx. Ja, Jinx. Aber das war irgendwo anders. Ach, da oben, ja. Water Ice. Water Ice. Seal. Nein. Dewgong. Ja. Hier. Der hatte doch einen Kickly gehabt oder so, ne? Kickly hatte er, glaube ich, gehabt, ne? Hitmonlee. Ja, genau. Was war Nocturne? Hitmonchan. Ja. Ah, scheiße, ich hab total verkackt in dem Quiz, Mann. Fuck, kommen wenigstens noch ein paar. Noch ein Water Ice. Water Psychic. Xatu irgendjemand ein. Geht ja gar nicht. Hypno. Ach, ich spiele jetzt einfach nur die ganze Zeit herum. Das macht keinen Sinn mehr. Ja, geil. Wow, ich hab. ich hab total verkackt. Ah, Victreeble. Satzenia hatte sie gehabt. Oh, wow. Ich habe mal richtig verkackt. Ah, Omot, ja. Punita hat er auch gehabt. Scheiße. Austos. Slow, Bro. Ah. Oh. Labras. Ja, gut, und hier war ich noch nicht so wirklich. Lief nicht allzu gut. Der Average Score ist nämlich bei 77%. We are not here to judge. We just want you to improve. Hide, bitte, sofort. Ach, scheiße. ah, Mann. 66%. Aber jetzt, also, to be fair. Es war nicht ganz leicht, das auf Englisch zu machen. Ich denke, dafür habe ich mich relativ gut geschlagen, dass ich das alles auf Englisch machen konnte. Aber das war auch echt wenig Zeit, muss ich sagen, ne? Irgendwie war da echt wenig Zeit auch hinter. Die hätten ein bisschen mehr Zeit reinpacken sollen. Wie viel Zeit gab es nochmal? Hier, lad nochmal neu, bitte. 5 Minuten, Alter, ja. Bestimmt, Alter. Got it. Bestimmt, 5 Minuten, ja, okay. Ich hätte mich vielleicht besser anstellen sollen, aber gut, ich habe mein Bestes versucht. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was für einen Score ihr geschafft habt. Oder ihr könnt es auch mal selber probieren. Ihr seht es in der Beschreibung, ist ein Link dazu, zu dieser Seite. Und dann wäre es ganz lieb. Und es wäre ganz cool, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben könntet, was euer Score war. Und bitte nicht cheaten, habe ich auch nicht getan. Tut mir den Gefallen, cheatet bitte nicht. Es ist scheiße, cheaten ist echt kacke. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende hier am Samstag, wo es hochgeladen wird. Und ja, habt noch einen schönen Tag. Tschüss, Kostjankowski. Morgen am Sonntag werde ich wahrscheinlich noch einen Quiz rausbringen. Einen anderen Quiz, Alter. Einen anderen Quiz, Mann. Anderes Quiz. Hau ich dann nochmal raus. Ich habe da 3 gefunden. Einen habe ich jetzt abgehakt. Das heißt, 2 fehlen noch. Also freut euch auf morgen, Sonntag. Da gibt es nämlich ein nächstes Quiz. Wie dem auch sei, tschüss, Kostjankowski. Und bye, bye.